kommt ein junger Mann zu uns, der ist Shoutcoach, Deutschlands einziger Shoutcoach für Metal-Sänger. Es gibt da ja verschiedene Techniken, das Schauten, das Growlen, das Maulen, das Baulen. Und, also alle so verschiedene Sachen von bisschen nur. Wie diese Techniken funktionieren, das weiß er sehr genau, denn er ist selber Mitglied in verschiedensten Metal-Bands. Bitte begrüßen Sie Thomas Fischer, herzlich willkommen. Shout-Coach, das bist du wirklich der Einzige. Tja, da bin ich auch gerade noch mal drüber gestolpert. Also, ja. Vielleicht muss man sagen, also letztes Mal habe ich Ärger gekriegt. Ja, hat es einen gegeben, der meinte, er kann das auch. Ich behaupte das nicht, okay. Aber ich bin ganz bestimmt der einzige Shout-Coach, der sich auch so nennt. Okay. Das kann man sagen, aber naja, vielleicht müssen sich die anderen auch recherchierbar machen. Also, willst du den Leuten, die sich im Metal nicht so auskennen, mal sagen, was für verschiedene Stilrichtungen es im Gesang gibt? Im Gesang? Ja, wenn man es so nennen will. Ja. Es gibt ja auch Gesang. Es gibt Gesang. Ich bin... der singt ja. Es ist jetzt nicht, Hardcore-Metal, aber... Ja, aber Klaus Meine singt, ja klar. Ja. Hallo, Namaskar. Down to Gonkin Park. Hannover. Moin, moin. Also, es gibt... verschiedene Bezeichnungen, Growlen, Schauten, Screamen. Okay, dann machen wir ein paar Beispiele. Also, was ist Screamen? Au! Okay. Ist es nur ein Ton dann oder kannst du auch Wörter damit machen? Da kann man Wörter damit machen. Mach mal Wörter damit. Das muss mal. Wörter! Ja. Auch zwei! Ja. Aber es ist nicht wirklich ein Ton, ne? Also es sind viele Töne. Es ist, im Prinzip spielen wir viel mit Obertönen, das ist viel Physik. Ja, okay. Wer schautet? Welche Bands sind das zum Beispiel? Ach, da gibt es reichlich. Slipknot zum Beispiel. Slipknot. Hast du einen Song von Slipknot? Parat jetzt. Ja, einfach so, schauten. Ja, ein paar Worte. Ja, was kann man denn da machen? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Ja, sehr gut. Okay, dann nächste. Was gibt's noch für Stile? Growlen. Growlen geht wie? Oh! Das ist dann eher, was ist das? Death Metal oder was? Ja, Death Metal, Grindcore, da gibt es auch wieder. Also, der Metal ist ja unheimlich elitär. Ne? Da ja. Tun sich ja Schubladen auf und jeder möchte irgendwie. Kannst du auch mal ein bisschen ein paar mehr Worte machen, nicht nur. Ja, das kann ich machen. Ja. Allerdings mit dem Growlen ist es so, dass wir da relativ wenig Obertöne haben, ne? Hört man ja auch, das ist insgesamt ein bisschen tiefer. Und da kann man auch schlechter artikulieren. Also beim Scream kann man relativ gut artikulieren. Ne? Glas Wasser! Ja. Ja? Aber beim Growlen ist es so, da holt man die hohen Obertöne so ein bisschen raus und das ist Glas Wasser! Ne? Ah, okay. Es ist ja häufig so, dass man sich immer denkt, wie können die das so lange durchhalten, ein ganzes Konzert? Das geht unglaublich auf die Stimme. Wenn man es richtig macht, ist es gar nicht so anstrengend. Ne? Man kann es auch leise machen, oder? Ja, anstrengend ist es schon. Also man muss schon trainieren, aber für die Stimmbänder ist es im besten Fall halt nicht sehr anstrengend, weil man die Stimmbänder mit den Taschenfalten schützt. Die Stimmbänder sind im besten Fall nicht involviert. Du bist Biologe, deswegen kannst du das, studierter Biologe, deswegen kannst du das mit Sicherheit sagen. Das kann mit Sicherheit sagen, ja. Was ist denn das, was der AC/DC-Sänger macht, dieses... Das ist auf jeden Fall was ich ihm austreiben würde, aber... das kann ich dir nicht sagen. Man meint immer, das würde der unglaublich laut machen. Ich glaube, der macht das sehr, sehr leise. Das glaube ich auch. Weil das kann man eigentlich nur richtig leise machen. Das ist ich glaube aber, das ist gar nicht so weit weg von dem, was zum Beispiel Beyoncé auch macht, wenn sie so ein bisschen Rollen in die Stimme bringt. Ja, furchtbar finde ich das bei Frauen, wenn die das machen. Ja. Nee, das ist nicht schön. Aber bei AC/DC ist sie super schön. Ja. Wollen wir mal zur Band rüberfahren? Dann kannst du mal mit der Band was... schauten und growlen. Du spielst selber in Metal-Bands, was für Metal macht ihr? Ich bin kein Freund von diesen Schubladen, also ich Metal. Einfach Metal? Ja. Hast du ein Mikro? Ich habe ein Mikro hier, glaube ich. Ich mach mit gleich, dann mach erst mal vor. Habt ihr was einstudiert? Nein, ich bin
attention like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, cause you're taking me there. Don't you know? Let me out of control. Ja. War das jetzt anstrengend für dich? Nee. Nicht anstrengend für dich? Nicht anstrengend. Okay. Mach mal, kennt ihr Highway to Hell? Ja. Der, ich weiß gar nicht, ob ich auf die Tonhöhe überhaupt komme. Wie geht das noch? Nee, easy, irgendwie sowas. Mach mal. 1, 2, 3. Bisschen hoch und der falsche Text. Aber ist egal, Atemlos durch die Nacht passt auf jedes Lied. So. Helene Fischer, kannst du auch Helene Fischer Songs im Growling singen? Könnte man auf jeden Fall. Mach mal. Aber textparat ist nicht. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Schaue was? Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe allein, mit oder? Uns macht. Könnt ihr? Okay. 2. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. So, Workshops kann man sich auf deiner Facebook-Seite anschauen, ne? Shoutcoach-Info. Genau, facebook.com/shoutcoach-info. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Thomas Fischer, meine Damen und Herren. Yeah!